Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ankh. Ich bin euer DJ Deadman und wir sind hier mitten auf dem Bazar im schönen Ägypten, hier in Kaido oder Kaiso, ich habe keine Ahnung. Beim letzten Mal haben wir schon mit Meuchelmördern und diesem Schneider da hinten geredet und wir haben auch schon die ersten zwei Aufgaben. Wir müssen dem Schneider diese stumpfe Schere wieder spitz machen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Meuchelmörder, ja, was Gescheites zu essen bekommen. Und ich würde sagen, machen wir mal direkt weiter. So, was denn hier? Könnte vielleicht schon... Geschlossen wegen illegalen Bananenhandels. Ja gut, dann brauchen wir hier gar nicht nach tollen Lebensmitteln nachzufragen. Oh, was denn hier? Das sieht mir aus wie ein Weinhändler. Könnte natürlich jetzt gelogen sein. Der Mann mit dem Wein. Ja toll, ich will mit dem reden. Was kann ich für dich tun? Was gibt es hier? Was gibt es hier? Wein. Für zwei Silberstücke die Flasche. Ich will nicht weiter stören. Einen schönen Tag noch. Ja gut, wir haben nicht mal eins, also... So, wir betreten jetzt den Marktplatz. So, mitkommen. Hey, lass mich los, du Gorilla. Na sowas. Also so eine Frau will ich auch demnächst mal haben, die einfach mal zuschlägt, wenn man der blöd kommt. Oh, was sind das für Typen? Reden wir mal mit dem Dicken hier. Naja, weißt du, die Sklaven sitzen hallo, immer hinter Kumpel, dem Stadion. Auf der Suche nach einem echten Schnäppchen? Warum trägt der arme Mann Ketten? Warum trägt der arme Mann Ketten? Weil er ein Sklave ist, du Trottel. Sklaven tragen Ketten, damit sie nicht weglaufen. Denn dann würde ich gar kein Geld für sie bekommen und dieser hier wird mir 300 wunderschöne Silberstücke einbringen. Naja, Menschen haben eigentlich keinen Preis, ne? Oh, da gibt's sogar uns Antwort, schön. Menschen haben keinen Preis. Erzähl das mal dem Pharao. Der scheint das etwas anders zu sehen. Den Kerl wollte ich eh besuchen. Den Kerl wollte ich eh besuchen. Da wirst du nicht viel Glück haben. Nur sehr reiche Edelleute werden auf die Partys des Pharao eingeladen. Oder Narren, wenn ihm langweilig ist. Aber er versteht nicht viel Spaß und seine Löwen sind hungrig. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich habe ein Geschäft zu führen. Und wie kannst du denn das Spiel sehen? Dann reden wir mal mit dem Sklaven. Willst du mich kaufen? Ich bin ein erstklassiger Sklave. Mein Sohn wird der große Ben Hur sein. Was macht dich so erstklassig? Was macht dich so erstklassig? Ich kann lesen und schreiben und schwimmen. Wow, das kann ich auch. Und? Bin ich darum direkt erstklassig? Nee, will ich aber auch, um ehrlich zu sein, gar nicht sein. Aber ich glaube nicht, dass ich einen Sklaven brauche. Brauchen wir ja auch nicht. Also, ich glaube nicht, dass ich einen Sklaven brauche. Oh, das sagen sie alle. Aber wenn du es einmal ausprobiert hast, willst du nie mehr ohne El Mochop. Na dann. Und berichtet uns vom Spiel. Dann aber wollen wir mal abhauen. Oh, doch letzte Woche den Typ können wir gebrauchen. Bestimmt. Kann der noch guten Tag, der Herr. Interesse an Luxusgütern? Objekten mit Stil? Nach Ihrem Aussehen zu urteilen, eher nein. Nach deinem, nach meinem Urteile bist du sehr mickrig und ein großes A-Punkt-Punkt. Schon mal was von gehört, der Kunde ist König? Schon mal was gehört von, der Kunde ist König? Schon mal was davon gehört, dass Ladenbesitzer nur nett zu Kunden sind, die so aussehen, als könnten sie auch zahlen? Ich hab mich wohl im Laden geirrt. Bis später. Ja, das war ja diesmal auch unser Problem. Was für ein mirriger Typ. Okay, wo sind wir hier? Oh. Hallo, der Herr. Dies ist der richtige Ort für die, besonderen Vorlieben. Ja, das ist der Typ von oben. Das habt ihr wahrscheinlich gerade auch gemerkt. Und ich frage, ist einfach mal schmutziges Spielzeug? Schmutziges Spielzeug? Nein, Okkultes, Artefakte, für das Gespräch mit den Göttern. Da fällt mir auf... Moment. Ist das etwa ein Ankh, das du da um den Hals trägst? Ist es gar das Ankh? Also ich dachte eigentlich, es ist ein Flaschenöffner. Flaschenöffner? Ja klar. Für einen Moment dachte ich, ach, nicht so wichtig. Ich würde den Flaschenöffner in Zahlung nehmen. Da merkt ihr schon, dass an dem Typ was komisch ist. Tut mir leid, der ist unverkäuflich. Tut mir leid, der ist unverkäuflich. Wie du willst. Ich kriege es schon noch. Ich meine, ich kriege schon noch raus, was ich dir Schönes dafür anbieten könnte.
Vielleicht kommen wir später ins Geschäft. Ich kenne jeden Winkel dieser Stadt und werde dir sicher noch nützlich sein. Ich sag ja, das ist ein komischer Typ. Oh, 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 ich glaube, da haben wir was. Zu friemeln. Olgas Fischburger. Na dann. Die Katzen sehen gierig aus. Ich rede mal mit dieser Olga da. Ja, die sieht ja schon vielversprechend aus, ne? Kann ich dir helfen? Ich brauche unbedingt einen dieser Fischburger. Ein paar Pommes hätte ich gerne. 6er Chicken Wings mit süß-sauer Soße. Ich hasse süß-sauer Soße. Pommes, naja, ein Fischburger wäre besser. Ich brauche unbedingt einen dieser Fischburger. Einen Moment, das macht dann 2 Silberstücke. Hast du so viel dabei? Schön wär's. Um ehrlich zu sein, nein. Dann verschwende nicht meine Zeit. Boah, die ist ja mickrig hier. Oh, was ist das denn? Oh, eine Stange. Eine solide Eisenstange. Ich glaube, die... Moment, ich will mal gucken, was passiert, wenn wir die wegnehmen. Moment, ich möchte aber unter dem auch mal gerne wissen, kann man sich die Dinger einfach vor der Nase wegnehmen? Ich glaube nicht, da wird die meckern, oder? Komm. Hey, Finger weg, du Lümmel! Ja, war ihm ja so klar. Aber Katzen mögen ja Fisch, ne? Und wenn ich irgendwie diese Türe aufkriege, glaube ich, die gehen da rein und wir haben Zeit, uns da was wegzunehmen. Könnte jetzt auch wieder total beschissen sein, die... Aber wir versuchen es mal. Ja, 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 die gehen da rein. Ah, super, nein. Super, die Fischfrikadellen sind natürlich jetzt weg, ne? Hier lagen die Fischfrikadellen, bevor die Katzen sie geklaut haben. Boah, wie ich das hasse. Okay, dann... Ja, gut, ein mickriges Salatbrötchen, ne? Also ein mickriges Salatding wird den Jungs nicht viel satt machen. Schneller! So, jetzt haben wir noch ein Brötchen. Das können wir ja schon mal kombinieren. Aber da fehlt das gewisse Etwas. Hier fehlt noch die richtige Einlage. Ja, oh, da können wir uns einen Wagen mitnehmen. Ich wüsste nicht, was ich transportieren sollte. Gut, dann gehen wir mal ans Nilufer. Ey, Moment mal, da ist ja ein Fisch. Moment, ich will mal gucken, ob wir den mitnehmen können. Der ist zu glitschig. Er ist mir aus der Hand gerutscht. Okay, dann müssen wir irgendwas finden, um den damit einzusammeln. Ich glaube nicht, dass einer der Sachen hier uns irgendwie helfen könnte. Gehen wir mal an den Nil. Oh. Was ist denn das für ein Typ? Take Tut. Keine Ahnung. Kannst du ja nicht ganz genau lesen. Warte, sag nichts. Deine Gedanken sind ein offenes Buch. Du bist von der Prediger Gebührenzentrale und willst meinen letzten Groschen eintreiben. Genial, aber falsch. Falsch. Nein, warte, es ist ganz klar. Du willst mir ein Abonnement für ein Tätowierungsmagazin andrehen. Nein. Wieder falsch. Du verkaufst Flaschenöffner für den Verein der anonymen Alkoholiker? Oh Gott, was für ein Idiot. Und falsch. Na gut, zugegeben. Früher war ich mal ein besserer Weissager. Aber ich bin ja auch Privat- und Unternehmensberater geworden und höre mir jetzt die Probleme anderer Leute an. Das ist viel schöner, denn da muss man nicht viel wissen und wird trotzdem gut bezahlt. Ich habe da ein kleines Problem mit einem Todesfluch. Oh nein, du hast noch kein Problem. Komm wieder, wenn du ein Problem hast. Was ist das für ein Typ, ey? Ich spreche ihn nochmal an. Hallo, Verfluchter. Irgendwie habe ich jetzt wieder den Drang, jemanden voll einig in die Fresse zu hauen. Ihr könnt euch denken. Was bist du für ein Problem? Ja, komm. Was bist du für ein Problemlöser, wenn du die Probleme der Leute nicht ernst nimmst? Oh, glaube mir, ich nehme dein Problem sehr ernst, sobald du ein richtiges hast. Ach, das ist zwecklos. So, ich trinke mal kurz einen kleinen Schluck hier. Ah. So, und weiter geht's und... Ah, da ist ja der Bootsmann, von dem in der letzten Folge der Fremdenführer gesprochen hat. Hey Junge, alles klar? Fette Kiste, mein Flitzer, oder? Ist ein echtes Traumschiff, Kollege. Was brauchst du? Was ich brauche, ist Sex, Drogen und Rock'n'Roll.
Das wäre geil. Wie wär's mit einer Überfahrt? Wie wär's mit einer Überfahrt? Hä? Hey, wohin du auch willst, Junge, nur. Wohin willst du denn? Keine Ahnung, schlag was vor. Keine Ahnung, schlag was vor. Hey, ohne ein Ziel fahre ich nirgendwo hin. Der Nil ist ein hartes Pflaster. Also, du weißt, was ich meine. Viele meiner Jungs hat's bei den Bootsrennen erwischt. Comprende, Muchacho? Komm wieder, wenn du weißt, was du sehen willst. Ich dachte, wir sind hier in Ägypten und nicht in Mexiko. Oder Spanien. Was auch immer das war. Okay, also jetzt haben wir schon mal zwei Sachen. Wir haben die Aufgabe, den Mördern da was zu essen zu bringen. Dafür fehlt uns hier aber noch der Fisch. Den kriegen wir ja auch noch irgendwo. Und die Schere wieder stumpf zu machen. Aber Moment mal, aber der hat doch gesagt, am Nilufer hätte der was gemacht, ne? Da erinnere ich mich doch gerade so dran. Der hat gesagt, der hätte am Nilufer irgendwas gemacht, um die Schere wieder scharf zu kriegen. Nasser Stein. Könnte hinhauen. Auf dem Stein sind Schleifspuren zu erkennen. Und was sagt uns das? Komm. Die Schere ist jetzt geschliffen. Haha! Und da soll mal einer sagen, ich wäre dumm. Von wegen. Ich bin so klug wie Albert Einstein. Na okay, nicht ganz. So, erstes Rätsel schon mal gelöst. Gehen wir mal wieder nach oben, wo die Typen da waren, dieser Sklave und der Sklavenhändler. Warte mal. Der Pharao hat doch Fadis da ist er wieder. Da ist er wieder. Wegen des Bananendiebstahls. Böser Junge. Ja. Oh, wo geht's da hin? Das war das Problem. Betrete Straße. Elfmeter kommentiert. Ja, kommentiert mal weiter. Das mache ich hier eigentlich aber. Oh, was ist das für ein Schild? Krokodile verboten? Der Nil ist doch ein gutes Stück weit weg. Hm. Oh, was ist das denn? Netzstrumpf. Entspricht nicht ganz meinem Stil. Ja, wir nehmen es mal mit. Wenn wir es können. Aha, wir können's. Aber warte, Thomas, das wäre... Das Netz wäre doch gut. Man fischt ja... also man angelt Fische ja bekanntlich auch mit Netzen, nicht nur mit Angeln. Wäre vielleicht eine Idee, um damit den Fisch zu fangen. Gehen wir mal auf den Vorplatz und ich glaube, das ist der Palast und da sind Wachen. Ein bisschen schneller. Schöne epische Musik. Halt, der Herr! Keinen Schritt weiter! Sonst betreten Sie unbefugt Privatgelände. Und mein Partner und ich, also wir müssen Sie dann für diese Ordnungswidrigkeit leider zerstückeln. Hört sich hart an, aber wir Wachen des Pharao, die sich vor nichts und niemandem fürchten, kennen leider kein Pardon. Ach ja, ihr fürchtet euch also von gar nichts. Naja, der Fremdenführer hat mir was anderes gesagt. So, so. Ihr fürchtet euch also vor gar nichts? Fürchten? Wir? Dass ich nicht lache. Es gibt nichts. Absolut gar nichts, was wir fürchten würden. Mhm. Nicht mal Riesenspinnen? Nicht mal Riesenspinnen? Nö, die fürchten wir nicht. Nicht mal Geisterelefanten? Nicht mal Geisterelefanten? Nicht mal unsere kleinen Schwestern fürchten sich vor diesen Kreaturen. Okay. Nicht mal Giftschlangen? Nicht mal Giftschlangen? Also, ich hatte mal einen Cousin, der kannte jemand, der vielleicht Angst gehabt hätte. Aber selbst das halte ich für ein Gerücht. Nicht mal Schleimmeerschweine, ey. Was sind das bitte schon für Antworten? Nicht mal Schleimmeerschweine? Kinderkram. Wie gesagt, sind wir völlig furchtlose Ordnungshüter. Noch irgendwelche Fragen? Nach Krokodilen brauchst du dann gar nicht erst so fragen. Ja, stimmt ja. Jetzt setz mir ein, da war doch dieses Schild, dieses Plakat da eben, Krokodile verboten. Na, dann komm. Dann werden wir mal so fies sein. Nach Krokodilen brauche ich ja dann gar nicht erst zu fragen. Ah, Krokodile! Oh nein, ich muss an dieses fürchterliche Gemetzel denken. Erwischt. Unten am Hafen, als die Flusspiraten angriffen. Und da war dieses Krokodil. Es biss all diese...
Arme ab. Seitdem tun wir hier oben unseren Dienst. Weit weg von den Kroko. Also ich will nichts mehr hören von diesen teuflischen Gestalten, klar? Ich möchte nicht mal dran denken, so einem nochmal. Naja, wie auch immer. Ich glaube, sie sollten jetzt besser gehen. Die furchtlosen Wachen müssen ein wenig meditieren. Und erwähnen Sie bloß nicht nochmal dieses schleimige, grüne Ding. Also komm, wenn wir schon einmal da sind, dann fordern wir es auch heraus. Sie schon wieder? Machen wir mal. Komm. Weil's so schön ist. Krokodile. Hihi, gilt. Jetzt hören Sie aber mal auf, oder wir müssen mit einer ernsten Verwarnung reagieren. Ja, komm. So böse sind wir dann jetzt doch nicht. Okay. Wir haben immer noch die Aufgabe, die Schere wieder zurückzubringen, natürlich jetzt, ne? Und einen Burger zu machen. Weil wir müssen ja das Silberstück wieder haben. Das heißt, wir gehen mal hier weiter runter. Und wurde zurückgebracht. Dann haben sie ihm die Ketten wieder angezogen. Genau, betrete Bazaar, nicht betrachte Bazaar. Bringen wir erstmal die Schere zu dem Schneider, damit der auch Ruhe gibt. Und? Ist meine schöne Schere wieder scharf? Scharf wie eine Rasierklinge. Scharf wie eine Rasierklinge. Wundervoll. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gebe ich dir meine schönste Nadel. Schön ist sie zwar, aber vielleicht liegt auch ein Fluch auf ihr. Ein Fluch? Wieso ein Fluch? Ein Flusspirat hat sie mir als Bezahlung für eine neue Piratenflagge gegeben. Kurz darauf ist ein Schiff im Hafen gekentert. Und dann gab es auch noch ein großes Gefecht mit der Hafenwache. Bei dem war auch noch ein Krokodil beteiligt. Und die Wächter haben ein lebenslanges Trauma erhalten. Wie du siehst, ich würde der Nadel nicht ganz trauen. Zudem bewegt sie sich manchmal wie von Geisterhand. Aber schön ist sie. Deshalb will ich sie dir schenken, holde Maid. Danke. Eine möglicherweise verfluchte Nadel wollte ich schon immer haben. Viel Spaß damit, meine Teuerste. Okay, jetzt habe ich zwei Leute, denen ich gerne in die Fresse schlagen will. Mann. Ja, da ist diese Fatima, die steht da auch noch blöd rum. Ne, also. Es gibt manche Leute, die haben einfach einen Schlag auf die Fresse verdient. So. Das Einzige, was ich jetzt machen möchte, ich möchte nochmal ans Ufer. Da war ja dieser Fisch gewesen. Ich will gucken, dass wir den fangen können, dass wir wenigstens hier noch die zweite Aufgabe hinbekommen mit den Meuchler-Typen. Damit die sich auch verpissen und unser Silberstück hier wiedergeben. So. Komm her, du blöder Fisch. Geht's vielleicht noch langsamer? Hab ich dich. Haha. So, können wir die jetzt kombinieren? Lecker. Ein Mittagessen mit eingebauter Falle. Ich glaube, das könnte den Meuchelmördern sehr gut gefallen. Versuchen wir es mal. Wie gesagt, ein Versuch ist es ja immer wert. So, Kollegen. Dann wollen wir mal gucken. Lecker. Ein saftiges Fischbrötchen. Hier, hast du deine Bezahlung. Schau mal, Matschauge. Jetzt gibt's Futter. Ein etwas seltsamer Nachgeschmack. Wie wird mir... Ich glaube, ich muss mal ganz dringend wohin. Ich komm mit. Ich bräuchte mal was zum Abwischen. Haha! Ja, die brauchen was zum Abwischen, die haben sich verpieselt. Ich verpiesel mich an der Stelle jetzt auch mal und sage bis nächste Woche zu einer neuen Folge an. Bis dahin, ciao, ciao.